So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Koromon für die Nintendo Switch, wo ich dann hoffentlich in diesem Part und auch in den kommenden Parts nicht mehr aus Versehen Nexomon sagen werde. Nun denn, wie dem auch sei, wie dem auch sei, im letzten Part sind wir hier in Hayville angekommen, haben unseren Fanghandschuh erstmal dem Schmied Perrin gegeben, nachdem wir ihn erstmal vor einem Beasel gerettet haben. Die wir jetzt wiederum auch in diesem Part bekämpfen müssen. Denn das ist jetzt auch erstmal eine neue Quest. Nämlich der Beasel-Ausbruch. Tja, ich suche 6 weitere Beasel in Hayville, welche aus dem Hayville-Trainerzentrum entkommen sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt fangen muss oder nicht. Auf jeden Fall haben wir nicht genügend Fang-Items beisammen, um 6 Beasel einzufangen. Daher würde ich die jetzt alle 6 erstmal besiegen. Eine andere Option hätte ich jetzt erstmal nicht. Okay, die sind auch auf Level 8. Okay. Außerdem haben wir im letzten... Okay, jetzt ist irgendwas hier nicht so ganz richtig mit meinen Kopfhörern. Irgendwas scheint jetzt hier mal wieder verdreht zu sein, weshalb ich ein Knacken auf dem Ohr so habe. Okay, keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber oh nein, wir wurden jetzt auch noch vergiftet. Und wir haben unseren Starter verloren. Ja, wir haben unseren Starter Gray verloren. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Nein, das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Wir haben unseren Starter verloren. Jetzt ist er, sagt nun wirklich... Alles erstmal so richtig schön aus. Außerdem haben wir im letzten Part auch noch ein Item gekriegt, was der Sack einem EP-Teiler gleich kommt. Tja, hoffentlich bringt uns das Sack auch was. Tja, das ist Nummer 1. Also müssen wir, die Beasel wirklich bloß besiegen. Das ist gut. Allerdings, dass wir unseren Starter jetzt, im Kampf gegen einen Beasel verloren haben. Das finde ich, jetzt wiederum gar nicht gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen weniger Kampfkraft. Was wiederum jetzt auch bedeutet, wir bräuchten jetzt vielleicht, doch mal wieder ein Feuer. Koromon. Oder wir müssen jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen besser trainieren. Oder wir hätten ganz einfach die Schwächen der gegnerischen Koromon ausnutzen sollen. Ich denke mal, das war jetzt sowieso auch mein größter Fehler. Denn ich hätte beim besten Willen die Schwächen ausnutzen müssen. Aber nein, das habe ich leider jetzt nicht gemacht. Oh, sieh mal, ein Moffel tritt aus dem Boden in Erscheinung. Das ist jetzt was ganz Neues. Vielleicht wird dieser Moffel... jetzt unser neues Super Nexomon werden. Und ich habe es wieder getan. Komm schon, Moffel, bleib drin! Gut, Moffel wurde gefangen. So, gut, es hat einen Angriffswert von 14, Verteidigung 10, Spezialverteidigung 8. Es ist ein Boden. Koromon. Gut, Kratzer und Sandball.
Gut, gut, gut. Glücksbild. Das Koromon ist so von Glück verfolgt, dass es eine zu 25% höhere Chance auf kritische Treffer hat. Das ist gut. Das ist gut. Aber wie nennen wir dich jetzt? Ach, nennen wir dich einfach Klaus. Du siehst aus meiner Sicht her irgendwie aus wie ein kleines Wiesel. Aber vielleicht sollten wir jetzt doch nochmal sehen, dass wir irgendwie auch noch... Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie ein weiteres Feuer, Nexomon. Koromon, ich weiß. So, Propellerschlag erlernt. Ein schneller Schlag in das Gesicht hat eine 15%ige Chance, das Ziel niederzuschlagen. Tja, besser als nichts. Wenn man ja sowieso jetzt schon so dämlich dabei war, seinen Starter zu verlieren, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall unsere anderen Koromon ein bisschen besser wieder trainieren. Vor allem natürlich bräuchten wir jetzt auch wieder ein bisschen Kohle. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen wieder Gold. Denn ohne Gold können wir keinen Kuchen kaufen, ohne Gold kriegen wir keine neuen Koromon Traps. Die Spinner. Tja, und wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? Wieso kriegen wir jetzt hier kein weiteres Feuer-Koromon? Was ist jetzt der Sack mit Minos? Tja, was ist jetzt hier mit Minos? Die große Frage aller Fragen. Okay, Klaus scheint, wie es aussieht, auch ein bisschen besonders zu sein, wie es aussieht. Da er eine goldene Umrandung, er sagt, hatte. Obwohl die Seltenheitsstufe ist eigentlich gewöhnlich. Tja, wie dem auch sei, wir werden so oder so, denke ich, er sagt, auch nochmal irgendwie eine Verstärkung fürs Team kriegen. Tja, wenn eigentlich der schmutzige Trick mal funktionieren würde. Wäre das für uns, Herr Sack, jetzt auch schon mal ein kleiner Vorteil. Wenn es klappen würde. Doch bis jetzt hat die Genauigkeitsreduzierung nie so recht bemerkbar gemacht bei unseren Kämpfen. Naja, aber jetzt können wir auf jeden Fall wieder mal ein bisschen unser Potenzial entfalten. Besser als nichts. So, diese Vogelscheuche verdient einen Preis, sie ist herausragend in ihrem Feld. Ja. Ich kann es aber trotzdem nicht so recht glauben, dass Muffel oder Moffel so gewöhnlich sein soll. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Da es ja eine goldene Umrandung hat.
Und vielleicht sollten wir in derlei Hinsicht auch nochmal kurz die Koromon Enzyklopädie zu Rate ziehen. Und vielleicht sag auch jetzt nochmal kurz unser Team mal wieder tauschen. Okay, Larry. Ja, Larry könnten wir eigentlich aus dem Team rausnehmen. Wir haben ja jetzt ja sowieso ja Buzzy. Okay, Amado Level 6. Gut, aber so wie es bisher aussieht, kriegen wir jetzt wirklich nichts Neues aus diesem Feld. Tja, das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Das ist jetzt wirklich ein bisschen bescheuert. Unser wunderbarer Eisstarter. Unverdient. K.O. gegangen. Na gut. Wie dem auch sei, 5 von den Buzzies haben wir jetzt besiegt. Also von den Beasels. Warte mal, haben wir hier vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwas Besonderes zu kriegen? Nein, das ist jetzt sogar auch wieder bloß ein Swirmy. Ja, bedauerlich. Aber gut, wir haben jetzt Level 8 erreicht. Zwar auch sehr viel verloren. Zwar bisher bloß einen, aber trotzdem. Es ist natürlich immer wieder ziemlich schade, wenn man seinen Starter verliert. Aber wir müssen es, wie es aussieht, jetzt so langsam als sicher wirklich akzeptieren, dass wir jetzt hier in Havel nichts mehr Neues kriegen können. Wir haben jetzt unser erstes Boden-Nexomon, Koromon. Und ich weiß jetzt nicht wieso, aber irgendwie kommt mir immer noch Nexomon viel leichter von den Lippen als Koromon. Na, sei es drum. Jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere Stärke beweisen. Buzzy gegen Buzzy. Beasel gegen Beasel. Naja, wenigstens haben wir jetzt nicht wieder eine Vergiftung gekriegt. Das war jetzt ja schon mal gut. So, Nummer 2. Okay, jetzt haben wir hier also eine Phönix-Scherbe erhalten. Aber da wir ja sowieso die Einstellungen hier haben... dass die besiegten Koromon einfach ja unser Team verlassen. Ist er sagt sowas wie eine Phönixscherbe? Er sagt, obwohl, warte mal, könnten wir diese Phönixscherbe nicht vielleicht ausrüsten? Nee, wir können jetzt unseren Koromon, wie es aussieht, bloß
Ja, wir können unseren Koromon bloß Früchte geben. Tja, die Phönixscherbe können wir Sakiba nicht einsetzen. Im Schwierigkeitsgrad schwer ist das, er sagt, total unnötig. Wow, das war Sakiba jetzt eigentlich, denke ich, wirklich ein ziemlich kritischer Treffer. Ach, und ausgerechnet Altron wurde jetzt vergiftet. Nicht gut, nicht gut. Aber gut, Level 10 erreicht. Und unser Potenzial wird jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen weiter erhöht. So, Amado entfaltet er sagt auch sein weiteres Potenzial. Tja, auch wieder besser als nichts. Damit hätten wir jetzt schon die Hälfte. Ich habe so lange gesät und gepflügt, dass sogar meine Frau denkt, dass ich den Verstand verloren habe. Aber ich bin Mann vom Land mit noch was Disziplin. Und um diesem Job zugute zu kommen, habe ich einen Bart aus meinem Kinn wachsen lassen. Auf mein Kinn. Und weil alle häuslichen Pflichten erledigt sind und alles schön und gut ist, beginnt das Erntefest und wir genießen die Feierzeit. Wir haben den Großteil unseres Lebens damit verbracht, in diesem kleinen Paradies zu leben. Und wir mögen es so gern, dass wir den Rest unseres Lebens hier verbringen werden. Tja, schön für euch. Ich plündere währenddessen einfach mal euren Hausstand. So, wie dem auch sei, die Hälfte der Biesel sind jetzt, wie gesagt, besiegt worden. So, mal sehen, ist in der Bibliothek vielleicht nicht auch einer? Könnte ich mir Sack vorstellen. Ein Trickspinner. Gut. Die scheinen höchstwahrscheinlich dafür geeignet zu sein, um spezielle Koromon zu fangen. Aber hier in der Bibliothek scheint jetzt wirklich keiner zu sein. Hätte ja natürlich jetzt sein können. Natürlich müssen wir erstmal überall mal schauen, wo wir vielleicht ein paar Biesel verhauen können. Hier schon mal nicht. Was ist das? Noahs Teleporter wird in den nächsten 2 Wochen in Betrieb genommen. Okay, das ist gut. Ah, meine Lieferung. Was? Hä, welche Lieferung? Oh, ich dachte für einen Moment, du wärst jemand anderes. Das tut mir leid. Der Name ist Noah. Ich arbeite an einem Teleporter, der Havel an das Schnellreisenetzwerk von Velua anbindet. Ich warte immer noch auf die letzten paar Teile, die ich brauche, um den Teleporter fertigzustellen. Ich habe sie vor einiger Zeit vom Luxolis Campus bestellt. Das Paket hätte schon ankommen sollen. Oh, vielleicht bist du bereit zu helfen. Könntest du herausfinden, was mein Paket aufhält? Klar, ich werde helfen. Großartig, ich habe die Teile im Markt in Luxolis Campus bestellt. Vielleicht könntest du dort beginnen? Ich werde in meiner Werkstatt sein, um die finalen Kalibrierungen zu machen. Ich warte dort auf dich.
Na gut, eine weitere Mission, ein weiterer Teleporter. Weitere unbezahlte Arbeit also. So, jetzt hat es sich auf jeden Fall gleich ausgesummt, mein Lieber. Dieses Insektenduell werde ich gewinnen. Und wer weiß, vielleicht kann sich Jessica Altschorn auch noch weiterentwickeln. Tja, wäre auf jeden Fall schön, wenn das Jessica machbar wäre. Tja, Nummer 4 wurde besiegt. Jetzt Nummer 5. Und danach holen wir uns den neuen Handschuh ab. So, Nummer 5. Komm schon, hoffentlich jetzt er sagt was Neues Interessantes. Nein, das war er sagt wieder bloß ein Swirmy. Aber wir können dann jetzt erst mal Klaus in den Kampf hineinschicken. Ausgerechnet jetzt zu Anfang ein kritischer Treffer. Tja, ein bisschen mehr an unsere Verteidigung zu arbeiten, wäre es doch auch nicht schlecht. Wo zum Henker ist jetzt das letzte? Das letzte Biesel. Wo zum Henker ist jetzt abgeblieben? Gute Frage. Nächste Frage. Wo ist jetzt das letzte Biesel hier abgeblieben? Tja, ich dachte, die Bibliothek wäre jetzt die letzte Option. Aber vielleicht dann doch eher der Teleporterraum von Noah. Ich glaube, das wäre jetzt eher unsere letzte Suchoption. Nein, wie es aussieht, immer noch nicht. Mein Ehemann hat eine Werkstatt im Keller. Er ist einer der Gründe, warum unser Dorf ein bisschen fortgeschrittener in Bezug auf Technologie wird.
Er ist gerade so sehr auf seine Arbeit fokussiert, dass er blind vor den Konsequenzen eines Teleporters in Hayville ist. Vielleicht ist Fortschritt nicht immer eine gute Sache? Also mir würde es jetzt also schon mal reichen, wenn ich diese Biene finden könnte. Hey, hier drüben auf der anderen Seite. Es tut mir leid, Perrin bringt mir noch bei, wie man Bäume fällt. Ich habe versagt und der Baum ist auf die falsche Seite gefallen. Wenn es so jemanden gäbe, der stark genug wäre, um ihn aus dem Weg zu räumen. Tja, das wäre, sag jetzt, gut. Aber wo zum Henker ist er, sag jetzt, das letzte Biesel? Judas, der im östlichen Teil des Dorfes lebt, ist ein großartiger Gärtner. Seine Früchte sind die leckersten. Vielleicht sollte ich mir auch ein Hobby suchen. Tja, ich weiß nicht, wo ist jetzt Nummer 6 abgeblieben? Die Mission ist ja noch lange nicht abgeschlossen, aber ich sehe jetzt hier nicht die Nummer 6. Und so viele weitere Wegeoptionen habe ich jetzt hier nicht. Also müssen wir jetzt unseren Handschuh abholen. Mehr Optionen gibt es jetzt hier wirklich nicht. In der Bibliothek ist es nicht. Hier vorne ebenso wenig. Aber Moment, da drüben sehe ich ja, sag jetzt noch eine Kiste. Vielleicht haben wir doch noch nicht alles hier unter die Lupe genommen. Schwierig. Wir holen uns jetzt einfach den Handschuh ab. Mehr Optionen habe ich jetzt hier wirklich nicht. Einen weiteren Spinner haben wir gefunden. Aber mehr jetzt leider wirklich nicht. Phantomat, da bist du. Ich habe gerade deinen Handschuh fertig bekommen. Der Essenzsammler ist installiert und bereit eingesetzt zu werden. Ich nehme erst den übrigen Handschuh zurück. Tja, gut. Ich habe noch ein anderes Modul für dich installiert. Der Schub. Sie ist als Geschenk von einem Freund. Hier, bitteschön, dein aufgewerteter Handschuh. Tja, Handschuh mit Schub. Schubmodul installiert. Vielen Dank. Aber was ist dieses Schub, was du erwähnt hast? Oh, du kannst deinen Handschuh mit einigen Modulen aufwerten. Das, was dir gerade installiert hat, gibt dir die Kraft eines Schmieds. Du wirst alles aus deinem Weg schieben können, wie Stämme und lose Steine. Drück einfach den Knopf für die Sekundäraktion, um dein derzeitig ausgewähltes Modul zu aktivieren. Du kannst außerdem den Knopf gedrückt halten, um ein anderes Modul auszuwählen. Also, warum probierst du das Schub nicht in meinem Garten aus? Das sind ein paar Baumstämme, die du umher schubsen kannst. Danke, ich gehe und probiere Schub gleich aus. Und ich melde mich noch kurz bei Noah. Gut, man sieht sich. Warte mal. Wieso sollen wir uns jetzt, der sagt, bei Noah melden? Ah, und sieh mal an, da drüben haben wir jetzt also unser letztes Biesel. Tja, dann werde ich dir jetzt, der sagt, auch nochmal schnell erlegen.
dann haben wir auf jeden Fall in diesem Part ja einiges hier erreicht. Wir haben es erreicht, dass wir unseren Starter verloren haben. Wir haben es erreicht, dass wir ein neues Modul für unseren Handschuh haben. Wir haben außerdem es erreicht, dass wir ein neues Koromon fürs Team gewonnen haben. Untersuchungsdorf mit seinen ausgeprägten Geruchssinn identifizierte Benutzer als Ziel. Tja, das ist Nummer 6. Ich habe alle geflohenen Biese gefunden. Ich sollte Beth im Trainerzentrum Bescheid geben. Tja, das ist jetzt gut. Aber wir sollten das Item jetzt bewegen auf Klaus. Weil so oder so scheint es beim besten Willen keine gute Idee zu sein. Amado weiter zu trainieren. So, dann gebe ich jetzt auf jeden Fall Beth mal Bescheid. Hallo nochmal, ich habe es geschafft, alle 6 Biesel zu finden. Ah, das ist gut zu hören. Danke vielmals für deine Hilfe. Wir haben nicht viel, aber ich kann diese Gestankscheibe als Belohnung geben. Wenn du sie dem vordersten Koromon eines Teams gibst, wird es dir helfen, wilde Koro abzuhalten. Danke, das wird nützlich sein. Gern geschehen, wenn du Hilfe brauchst, komm gerne wieder. Das werde ich, auf Wiedersehen. Ja, das ist jetzt der Sack nicht gerade sehr optimal gewesen. Tja, das war jetzt wirklich nicht so optimal. Aber gut, dann werden wir jetzt noch mal kurz mal Noah Bericht erstatten. Weshalb auch immer. Und dann sehen wir im nächsten Part mal weiter. Wenn ich all diese Teile hätte, wäre der Teleporter bereits voll einsatzfähig. Ja, sieh mal an, wir sollen also, wie es aussieht, doch erst einmal dafür sorgen, dass wir zu Fuß zurück zum Lux Campus gehen. Und von dort aus, ja, werden wir dann erstmal unseren Lieferauftrag hier weiter führen. Und damit sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Und hoffentlich verlieren wir im nächsten Part nicht wieder ein weiteres Koromon. Bis dann und ciao.